Kunde umarmst, tut aber ein bisschen weh, also danke, dass du aufgehört hast. So, Federn brauchen wir nicht. Okay, könnte man sich Pfeile draus machen, bräuchten wir aber auch Flint. So, an den schleiche ich mich mal ganz unauffällig, ja, vorbei, das klappt total gut. Hier, schnell, hierher. So, hätten wir doch geschafft, ja, weil ich wollte noch... Was ist hier da runtergesprungen? Nein, ein Suizid, Cockatrice, haltet ihn auf, bevor es zu spät ist. Nein, Schwachsinn, ich wollte nämlich nochmal... Boah, ist das knapp hier. Ja, jetzt sage ich zum dritten Mal, ich wollte auch nochmal was gucken, und zwar wurde mir gesagt, diesen Dungeon, den ich da gemacht habe, den habe ich ja schon mal gemacht, ne, ihr wisst das ja. Ich werde jetzt einfach nur nochmal zeigen, dass es teilweise Irrtümer sind, teilweise natürlich auch nicht, was ihr mir so an Tipps gibt, aber dass es teilweise einfach nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob die Leute mich damit trollen wollen oder nicht, oder einfach nur irgendwas Falsches in die Kommentare schreiben, aber manche haben gesagt, ja, Da bist du hier an diesem Dungeon. Ja, komm, nein! Oh, stirb einfach. Du bist ja dann diesen Dungeon schon mal vorbeigelaufen. Und du hast diesen Dungeon auch schon mal gemacht. Also, wie kannst du ihn nochmal machen? Aber ich kann euch versichern, Leute, ich habe diesen Dungeon wirklich nicht gemacht. Und nein, man kann keine Dungeons zweimal machen. Das wird nicht funktionieren, meines Wissens nach. Ihr seht's, da ist nicht nochmal der Slider. Ja, diese Viecher spawnen zwar, aber das ist nicht der Slider. Ich wollte es euch halt nur zeigen. Hier, ne? Es ist nicht der Slider da. Wollte ich euch nur nochmal zeigen, um das Irrtum aufzudecken, weil viele, oder ne, nicht viele, aber manche haben noch echt gedacht, man kann die Dungeon zweimal machen und dachten, ich wäre hier schon mal vorbeigelaufen. Den Irrtum wollte ich nur nochmal aufdecken. So, Airbrunny, ja, jetzt pufft er wieder so rum. Los, puff ein bisschen. Mach hinne, puff, los. Los, Airbrunny. Enttäusch mich nicht, Airbunny. Puff, los, puff doch. Ah, Airbunny pufft nicht. Ach, Mano. Blöder Airbunny. Und hey, ich habe da hinten Giftpflanzen gesehen. Ha, ich lasse mich wieder ganz leicht ablenken. So, hier, Giftpflanzen gekonnt ausgeschaltet. Ja, ich lasse mich viel zu leicht ablenken manchmal. Fällt mir auf. Ich lasse mich echt manchmal sehr leicht ablenken. Und wisst ihr was? Ich habe jetzt zwar kein Thema mehr. Ich dachte nämlich, dass ich gar nicht so lange aufnehme. Ich habe jetzt aber doch noch Bock, ein bisschen mehr aufzunehmen. Und ach Leute, wisst ihr was? Wir werden hier einfach ein bisschen erkunden gehen noch. Ist ja gar kein Problem. Erkunden geht ja immer. Erkunden geht über Studieren. Ach nee, das war Probieren. Aber ist ja auch egal. Wann haben wir uns da mal rübergebaut? Zum Kristallbaum, oder? Das war unser erster Kristallbaum. Es ist immer so schön, in die Vergangenheit nochmal zurückzublicken. Und diesen ganz vielen Moas hier auszuweichen. Oder den Cockatrices. Oder was auch immer der Plural davon ist. Die Mehrzahl. Ja. Die für die alle. Für all die. Nein, Quatsch. Für alle die, die das Fremdwort nicht kennen. Weil viele haben sich auch beschwert. Also viele jetzt im übertriebenen Sinn. Also eigentlich war es nur einer. Du verwendest viel zu viele Fremdwörter, da komme ich gar nicht mit und so weiter und so fort. Haben wir noch den Airbunny? Ja, wir haben noch den Airbunny. Und ich finde, ich verwende doch gar nicht so viele Fremdwörter, oder? Mache ich das? Hui, zack. Also ich finde, ich bin ja noch recht sparsam mit den Fremdwörtern. Also, da meint doch einer ernsthaft, ich verwende zu viele Fremdwörter. Ach genau, da oben haben wir uns schon mal reingebaut. Guck mal, das ist doch schon so ein kleines Let's Show hier. Ah, hier haben wir uns nämlich schon mal reingebaut. Seht ihr das? Hier waren wir schon mal. Hier sind Spuren von uns. Nein, auf jeden Fall werde ich dann jetzt... Oh, Ambrosium. Ich wollte eigentlich gerade sagen... Scheiß Cockatrice. Verzieh dich. Danke. Ich wollte eigentlich sagen, ich werde jetzt dann doch noch nach Hause laufen und, also, im Sinne von, hier, Ezra, ne, Minecraft zu Hause, ich bin ja gerade bei mir zu Hause. Okay, ich glaube, das hat jeder verstanden, dass ich gerade bei mir zu Hause bin und nicht nach Hause laufe, während ich hier aufnehme. Okay, das ist eigentlich noch unsinnvoller oder noch unlogischer. Naja, egal, nein, Airbunny, du darfst nicht weglaufen, guck doch mal die Gefahr. Die ist doch viel zu groß. Kleiner Airbunny, puff nicht davon. Nein!
Oh, super, jetzt habe ich ihn getötet. Blöde Cockatrice hier alle. Echt, ey, das ist halt alle blöd, die Cockatrice-Viecher. Ja, ich wollte nur noch hier nach Hause laufen. Wirklich, ich habe jetzt auch keine Themen mehr. Das tut mir leid. Auch wenn ihr jetzt vielleicht die Aufnahme länger erwartet habt. Nächstes Mal, wie gesagt, gibt es dann das Esser-Schloss. Da werde ich deinen Holy Stone auch gesammelt haben. Und werde dann am Esser-Schloss weiterbauen. Für diejenigen, die sich das wünschen. Oder für diejenigen, die mal die Entwicklung des Esser-Schlosses weiter mitverfolgen wollen. Die werden sich freuen. Und ja, da werde ich dann auch, weil das Bauen ja eigentlich ansonsten relativ langweilig ist, werde ich da natürlich viele Themen parat haben. Also da... Auf nach unten. Yeah! Oder kommen wir zu einem Wasserstrahl noch? Komm, wir kommen zum Wasserstrahl. Bumm, ja. Komm zum Wasser, zum Wasser. Zum Wasser. Nein, zum Wasser. Nein. Ah. Verdammt. Und wir sind wieder in der normalen Welt. Okay, geht's hierher nach Hause oder wie war das? Oder war das hierher? Boah, ich weiß das nie. Das ist so schrecklich. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Ach, wir können sogar hier wieder rein. Ja, das ist cool. Ja, im nächsten Part gibt's dann auch mehr Themen. Da werde ich dann auch kein Problem haben. Hui, die ganzen Themen dann anzusprechen. Was kann ich euch versprechen? So, und wo sind wir denn hier? Da hinten ist der Silber-Dungeon. Oh, ein blauer Moor und ein WTF. Die prügeln sich da. Moor vs. Schwein. Epic Battle. Start. Nee, wer battelt sich denn da gerade? Ey, sind da... Da sind zwei Giftpflanzen ineinander gespawnt, oder? Wir dürfen nicht einfach den Moor hier angreifen. Jona, nur ich darf das. Ah! Nein, Quatsch. Ach so. Ach, jetzt weiß ich, wo wir sind. Da hinten. Ach so. Ja, okay, ich weiß wieder, wo wir sind. Hey, da unten ist ein Slime gespawnt. Juhu. Machen wir mal kurz einen Trick. Hui. Schaffen wir das überhaupt? Ach, verdammt, wir schaffen es nicht, oder? So gerade nicht. Ach ja. Ich wollte eigentlich Trick 17 machen. Egal, wisst ihr was, Leute? Damit der Part jetzt nicht doch so ganz unspannend wird und damit ich noch jetzt hier weiter brauche, bis ich zu Hause bin, sage ich einfach mal, war es das von diesem Esser-Part. Ich hoffe, es hat euch auch wie immer gefallen, auch wenn das Ende jetzt vielleicht dann doch nicht so spannend war. Vielleicht hoffe ich doch, dass es euch trotzdem gefallen hat. Ja. Und ich würde einfach mal sagen, im nächsten Part bauen wir, wie gesagt, das Himmelsschloss weiter. Da habe ich auch dann mehr Themen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen, wie immer. Und hoffentlich hat es euch auch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.